Hi, heute gibt es mal endlich wieder eine Review von mir. Gab es ja schon länger nicht mehr. Meistens mache ich das halt in Aufgebraucht-Videos oder einfach, ja, erwähne es mal so nebenbei in irgendeinem anderen Video. Aber ich habe mir vorgenommen, ich will wieder ein bisschen mehr Reviews machen. Vor allen Dingen habe ich jetzt erstmal mir eine Serie rausgesucht, eine Pflegeserie rausgesucht, die ich seit einiger Zeit benutze. Also ich habe die schon vor, ich glaube, 2, 3 Monaten mir gekauft und habe immer mal so sporadisch die Sachen benutzt. Jetzt habe ich sie 2 Wochen lang durchbenutzt. Meine Haut ist eben so ein bisschen tricky. Ich bin gegen viele Sachen allergisch und habe auch noch Neurodermitis. Dazu habe ich im Moment so Neurodermitis-Schübe, also ziemlich krass. Und habe da meine Schwierigkeiten, das unter Kontrolle zu kriegen. Ich habe immer mal wieder Cremes von Ärzten bekommen, von Hautärzten und war immer wieder da und bla bla bla. Das Grundproblem hat es aber nicht geändert und da bin ich im Moment noch am Arbeiten dran, also mit dem Heilpraktiker das Ganze absprechen und so weiter und so fort. Und es kann halt sein, dass ich auf tierische Produkte komplett verzichten muss. Ich weiß, es hat sehr viel mit der Review zu tun. Aber das wollte ich mal vorweg abgeben, denn die Serie ist auch vegan, was schon mal ganz cool ist. Und ja, nichts hat so wirklich bei den Hautärzten da auf lange Sicht funktioniert. Deswegen, man muss das auch einfach von innen dann angehen. Ich glaube, das ist das, was am wichtigsten ist. Aber natürlich vorübergehend, man möchte ja auch irgendwie, dass die Haut einigermaßen wieder aussieht, dass die Entzündung abheilen, dass die Pickel nicht so krass nachkommen und vielleicht einfach auch sich verkrümeln. Ne? Das wollen wir irgendwie auch alle. Ich habe eine Mischhaut sonst, das heißt eher so einen trockenen Bereich an den Wangen, auch um die Nase herum sehr, sehr trocken, extrem ölig manchmal auf der Stirn und im Kinnbereich. So, das vorne ab. Ich habe mir von Synergen diese Active Clear und Deep Clean Reihe rausgesucht, beziehungsweise ich kombiniere das und sehe das als eine Reihe. Und da habe ich mir eben einige Produkte geholt. Das erste, was ich euch vorstellen möchte, was ich wirklich ziemlich gut finde, weil ich eben bei vielen Sachen zu extrem trockener Haut neige und auch schnell so Masken nicht vertrage, ist das hier von Synergen. Reinigung, Peeling und Maske. Das heißt, das ist 3 in 1 für unreine Haut, Active Clear eben, antibakteriell mit Zink, Tonerde und soll eben das Hautbild verbessern. Und ich muss sagen, das tut sie auch. Vegan ist auch noch, 150 Milliliter sind drin, kostet so 2, 3 Euro. Und ich mag das sehr, sehr gerne, vor allen Dingen als Maske. Also ich lasse so 5 bis 10 Minuten, hinten drauf steht zwar 5 Minuten, aber manchmal lasse ich auch 10 Minuten einwirken, gehe dann meistens duschen. Oder eben, wenn ich das machen möchte, wenn ich sehr, sehr schlimme Haut habe und versuche, das so ein bisschen gleichmäßiger zu kriegen, Schwellungen ein bisschen wegzukriegen und vorzubeugen, dass eben neue Bakterien in die Wunden reinkommen, weil ich halt auch ziemlich krasse Wunden dann im Gesicht habe, weil manchmal da einfach Löcher entstehen. Keine Ahnung, ist ziemlich heftig. Dafür finde ich die echt richtig gut, aber ich würde sie nicht häufiger als 2, maximal 3 Mal in der Woche benutzen. Also ich benutze sie meistens 2 Mal in der Woche rein als Maske. Man kann sie auch zum Reinigen benutzen. Hier sind so Peelingkörner eben drin. Kann man auch als Peeling benutzen. Ich benutze es wirklich hauptsächlich als Maske und rubbel da auch nicht so viel, weil meine Haut eben so empfindlich ist. Also ich nehme das dann mit so einem weichen Mikrofasertuch ab, ganz vorsichtig, und reibe nicht zu viel darum, weil ja, das ist sonst einfach zu viel mechanische Wirkung auf meine Haut und die reagiert da auch so ein bisschen pissig drauf, muss man wirklich so sagen. Es ist halt nicht so eine dickflüssige Maske, sondern eher etwas dünner, weiß mit so blauen Peelingkörnern drinnen. Von den Inhaltsstoffen ist es so semi-gut, aber es hat halt recht gut funktioniert und für den Preis finde ich es gar nicht mal schlecht. Das war das erste Produkt. Dann benutze ich für tagsüber von Synergen auch diese Deep Clean Variante, das ist eben in einer weißen Tube auch vegan und ich habe die jetzt schon wirklich, ich glaube, über die Hälfte leer gemacht. Und hier ist auch eben wieder Salicylsäure drin gegen Mitesser und Pickelchen auch. Wobei ich sagen muss, dass Mitesser dadurch echt nicht weggehen. Also die sind nach wie vor da und ich habe auch eher das Gefühl, dass es dann ein bisschen das verstärkt. Andererseits die Entzündungen, die ich habe im Gesicht, die gehen echt weg, seitdem ich das hier regelmäßig benutze, zusammen mit eben der intensiven Nachtcreme hier für unreine Haut von der Active Clear. Beides zusammen sorgt einfach dafür, dass meine Haut sich weniger entzündet, dass es schneller wieder abheilt, dass sie ebenmäßiger wieder wird. Und das Coole an denen hier ist eben,
Es brennt nicht fürchterlich auf der Haut. Also sind zwar nicht so säurehaltig, wie es vielleicht hätte sein sollen, kann sein, aber ich habe so eine empfindliche Haut, deswegen bin ich ganz froh, dass es eben nicht im Gesicht brennt, dass ich das sehr, sehr schön auftragen kann und vor allen Dingen, dass es die Haut nicht extrem austrocknet gleichzeitig. Das gibt es sehr, sehr häufig, dass diese Anti-Pickel-Creme, Gesichtscremes die Haut so austrocknen und das geht bei mir gar nicht. Dann schuppt die richtig krass und wenn ich die hier benutze, habe ich überhaupt nicht das Problem. Da schuppt die einfach nicht mehr. Und ja, die haben so runtergesetzt, haben die, glaube ich, jeweils 2 € gekostet, die Tube. Was will man dazu sagen? Das hält einem ziemlich lange und funktioniert recht gut. Was ich aber sagen muss zu dieser Tagesvariante ist, dass die schon so einen leicht penetrant ekligen Geruch hat, der aber auf der Haut relativ schnell verschwindet. Trotzdem erinnert es mich an so Beet-Enthaarungscreme am Anfang. Also es ist nicht so angenehm. Die Nachtvariante riecht dann ein wenig besser, ist auch ein bisschen reichhaltiger. Hier ist sogar auch noch Mikrosilber gegen Pickel-Mitesser drin. Also wie gesagt, die Mitesser, finde ich, macht sie jetzt nicht weg. Dafür aber eben die Entzündung und es beruhigt die Haut, habe ich auch gemerkt. Top-Produkte. Ja. Dann kombiniere ich das auch sehr, sehr gerne mit diesen beiden Produkten. Im Prinzip glaube ich, dass es ein und dasselbe Produkt ist, nur einmal etwas flüssiger in diesem Roller hier, in dieser Roller-Variante. Ich glaube, Jungs greifen eher zu sowas. Und dann einmal diese Tuben-Variante, das ist dann so ein klares Gel. Und das mache ich dann nochmal ganz gezielt abends vorm Schlafengehen. Also meistens benutze ich hier diese Tube nochmal schon großzügig auf die entzündeten Flächen. Also nicht auf Wunden, sondern, also manchmal sind es leider auch Wunden, die auch noch gleichzeitig entzündet sind, aber schon auf diese Bereiche, wo Entzündungen gerade aktuell sind, wo das anschwillt, wo man merkt, okay, da ist noch Eiter oder sonst was irgendwie. Da mache ich das drauf und da habe ich gemerkt, dass es doch relativ gut das eindämmt, dass es dann am nächsten Morgen wirklich nicht mehr so hubbelig ist, dass es schneller zurückgeht. Das funktioniert auch mit der Nachtcreme in einem gewissen Maßstab, aber das tut es dann noch mal ein bisschen aufwerten. Den Roller benutze ich halt gerne, wenn ich irgendwo am Körper eine Stelle habe, wo ich mal ganz schnell so hier das drauf mache und dann nicht irgendwie großartig mit der Tube hantieren muss, weil es ist eigentlich praktischer. Ja, aber an und für sich habe ich jetzt da nicht so einen großen Unterschied gemerkt. Ich habe das auch schon probiert für ein Gesicht. Im Prinzip denke ich, ist es die gleiche Geschichte, nur in einer anderen Verpackung. Ja, kann ich also wirklich empfehlen, aber nicht gegen Mitesser, sondern so wirklich so für diese entzündlichen Stellen im Gesicht. Was es auch noch gibt, sind diese Pickelpatches, die an und für sich ja auch gar nicht schlecht sind. Also ich habe schon gemerkt, dass sie was bewirken. Vielleicht nicht so stark wie diese Gel-Variante. Aber das Problem, was ich damit habe, ist, dass die, wenn man Creme aufträgt, dann natürlich nicht mehr im Gesicht haften. Also wenn man, selbst wenn man das eine Viertelstunde einwirken lässt, die Creme, die haften dann nicht mehr so gut und fallen dann schnell ab. Das finde ich dann nicht so optimal. Wenn ihr also eher so Haut habt, wo ihr sagt, ich creme die abends nicht ein vorm Schlafen gehen, dann könnt ihr sowas eher benutzen. Für mich ist es jetzt nicht so gut geeignet. Bin da auch ganz froh, dass ich das im Angebot gekauft habe. Und ja, insgesamt kann ich diese Produkte alle empfehlen. Ich habe ja gesagt, für was es dann geeignet ist. Und vor allen Dingen diese Maske finde ich halt richtig gut, weil man dann direkt innerhalb von 5 bis 10 Minuten ein Ergebnis sieht. Und die Nachtcreme finde ich halt besonders schön, weil die eben lange wirkt und am nächsten Tag die Haut weniger entzündet ist. Und ich das Gefühl habe, dass die auch noch besser wirkt als jetzt die Tagescreme. Alternativ dazu habe ich nämlich schon mal hier von einer höherpreisigen Marke 2 Produkte getestet, und zwar ist es von Bioderma von der Sebium-Reihe einmal das Serum, und das macht man eben nachts drauf, so ein, zweimal die Woche. Mehr konnte ich das nicht machen, weil es meine Haut extrem ausgetrocknet hat, allerdings auch Entzündungen und Schwellungen runtergebracht hat. Und dann einmal hier die AKN, das ist auch eine Nachtcreme, die man dann drauf macht. Beide sind sehr säurehaltig, brennen auf der Haut bei mir sehr stark. Und bei Wunden ist es kaum zu ertragen. Die sind sehr, sehr krass. Wobei ich aber sagen muss, dass ich das Gel hier gar nicht mal so schlecht finde, wenn man das irgendwie ein, zweimal die Woche nur benutzt. Das Serum müsste ich mir jetzt nicht nochmal holen. Also die hier finde ich eigentlich okay. Mein Fazit jetzt für die Produkte für mich und meine Haut, ist dann natürlich jeder anders, ist einfach, ich habe gemerkt, dass die Entzündungen ziemlich gut zurückgegangen sind. Ich habe zwar hier noch so Wunden und sowas. Ich weiß nicht, inwiefern man das sieht mit dem Licht. Es leuchtet mich ja eher aus und lässt mich so ein bisschen wie ein Zombie aussehen oder wie ein Vampir.
Aber was ich einfach gesehen habe, ist es insgesamt glatter geworden. Es ist am Anfang ein bisschen auch trockener geworden, die Haut, aber ich habe dann das kombiniert mit der Lavera-Reinigungs, mit diesem Reinigungscreme-Gedöns, sage ich mal, was eben die Haut nicht noch zusätzlich austrocknet. Und dann funktioniert das relativ gut. Ich habe keine anderen Cremes in den letzten 2 Wochen benutzt, nur das straight durch. Und dadurch ist es wirklich weggegangen und diese Entzündungen kommen nicht mehr so krass und heilen dann langsam ab. Ich merke auch, dass mein Neurodermitis-Schub nach wie vor da ist. Da ich das noch am Rücken ganz stark habe, aber ich da natürlich das nicht drauf mache oder eincremen kann, ich komme da ja nicht so gut dran. Und deswegen habe ich auch einen Vergleich, dass es wirklich im Gesicht hilft, obwohl der Neurodermitis-Schub noch da ist und immer noch hier gewisse Entzündungen natürlich hervorruft. Aber solange man das benutzt, wird das ein bisschen abgemildert. Finde ich optimal, ist vom Preis her super. Kann ich deswegen auch nur für Leute mit ähnlicher, schwieriger Haut mal empfehlen, also die ähnliche Probleme haben. Ja, da kann ich wirklich nur zu raten, denn ihr könnt nicht viel falsch machen, die Produkte sind nicht so teuer. Ihr braucht von diesen Sachen hier, braucht ihr nur eins von beiden oder eben diese Pickel-Patches, je nachdem, was euch mehr liegt. Was ich noch dazu sagen kann, die hier nicht tagsüber drauf machen, weil das trocknet und dann plättert das so ab und wenn ihr dann irgendwie dann so komische Stellen im Gesicht habt, dann braucht ihr euch nicht wundern, das kommt davon. Nur nachts benutzen. Und ja. Bioderma kann ich halt für die Leute empfehlen, die eine richtig ölige Haut haben, weil das eben das so ein bisschen kontrolliert. Natürlich solltet ihr vorher eure Haut mal testen lassen, ob ihr irgendwie vielleicht einfach, ob eure Haut Feuchtigkeit fehlt und deswegen die so stark ölt. Das kann nämlich auch manchmal sein. Dann ist das natürlich kontraproduktiv, die Sebumreihe. Müsst ihr mal schauen. Ansonsten, wenn ihr wisst, ihr habt eine ölige Haut, die einfach stark ölig ist, da würde ich euch die Bioderma ans Herz legen, denn da wird wahrscheinlich hier diese Synergenreihe nicht ausreichen. Und ja, das war es dann soweit von mir. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder noch was Genaues dazu wissen wollt oder eben, ob ihr selber diese Produkte schon ausprobiert habt, was ihr Erfahrungen ihr damit gemacht habt. Vor allem aber auch, wie lange ihr die Produkte benutzt habt. Das ist, glaube ich, immer ganz wichtig. Normalerweise sagt man ja immer so 4 Wochen, aber für so Pickelsachen, denke ich, reichen auch 2 Wochen am Stück, um einfach eine Wirkung zu sehen. Und ich hatte innerhalb von 4, 5 Tagen nämlich schon da was gesehen und das fand ich ziemlich gut. Und das war es jetzt wirklich von mir. Ich verlinke euch einfach nochmal 2 ältere Reviews von mir. Vielleicht einfach mal Pflege und einmal Make-up. Und das findet ihr auch in der Informationsbox. Das war es von mir. Wir sehen uns. Bis die Tage. Ciao.